Hallo, entschuldige, ich bin ein bisschen zu spät. Willkommen bei dieser herrlichen Sendung. Mein Name ist Gary Seidel, so viel weiß ich auswendig. Genau, zur Sendung. Haben wir da, können Sie ein bisschen vielleicht eine Musik einspielen? So ein bisschen was? Stopp, ein bisschen was anderes. So was, wir sind beim ORF. Ein bisschen geschmeidig, hä? Was? Ist schon besser. Also dann, los geht's. Das ist ja schon gut. 8 lustige Menschen haben beschlossen, jeweils zu zweit einen Urlaub in Österreich zu verbringen. Das Problem, die Paare sind etwas ungleich. Angelika Niedetzki will sporteln gehen, Lilian Klebhoff eher nicht. Eva Marold will ein Detox-Wellness-Wochenende machen, Christoph Grutzler eher nicht. Das ist ein Arsch, was gut ist. Oliver Bayer ist heiß auf eine Radtour, Günther Leiner überhaupt nicht. Ich bin draußen aus der Produktion. Leiner! Und ich habe meinen Freund Gerald Fleischhacker zum Campen verschleppt. Schön was für mich. Dreckig, wurscht. Männerurlaub. Ich glaube, der Fleischi schnappt über vor Freude. Das ist für ihn was ganz Besonderes, glaube ich. Und ich habe eine Riesenfreude, dass ich dabei bin. Und letztendlich hat er Wett verloren. Also, wir haben deppert geredet, nicht, wie viele Steine hat die Cheops-Pyramide. Und ich habe gesagt, 2,5 oder 3 Millionen. Und auf jeden Fall, ich habe es falsch gesagt, auf jeden Fall. Ich meine, er weiß nicht, wie viele Steine die Cheops-Pyramide hat. Da reden wir immer von Bildung, ne? Aber bitte. Aber ich mag ihn. Sonst hätten wir einen Wellnessurlaub gemacht oder sowas. Oder waren schön essen gegangen jetzt? Gehen wir campen. Das heißt, wir können starten. Ja, ich brauch's campen gar nicht, eigentlich. Also ich hab gern ein Zimmer, ein Bett. Ja. Also ich muss kein 5-Sterne-Hotel sein, aber ich hab schon gern Wände. Hm? Fleischi, bin in 10 Minuten bei dir. Ja, das ist super. Hast du das eingebracht? Ja, leicht. Ich habe durch Campen heißt reduzieren auf das Wesentlichste. Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Ich habe alles, was wir brauchen. Ich freue mich auf dich. Bussi. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Wäre ja super, wenn er bald kommen würde, weil scheiß Wetter. Das ist überhaupt super Wetter zum Campen. Ich glaube, das ist das beste Wetter zum Campen. In ihm steckt ein Camper. Aber es fehlt ihm nur dieses gewisse Etwas, es A zuzugeben und B, dass er es wirklich aussehen lässt. Und das werden wir jetzt gemeinsam erleben, wie einer zum Camper wird oder stirbt. Also die zwei Sachen. Ah, ja was. Servo! Servo, mein Freund! Super was ist Wetter. Das? Warte, was ist das? Gepäck. Tun wir das eine da hinten bei dir, oder was? Alter, wie lange bleiben wir? 3 Tage. Ja, Tage vielleicht, aber ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist das Notwendigste, verstehst du? Decke, der Letzte, der mit so viel Gepäck unterwegs war, ist über die Alpen gekommen mit einem Elefanten. Der Fleischi, der Jet-Set-Urlauber, hat jetzt zum Campen tausende Sachen eingepackt, also so Zimmer, Küche, Kabinett, wie man sagt, die aber beim Campen kein Mensch braucht. 4 Koffer, Rucksack. Ne? Braucht er kein, was ist das da für eine Krücke? Das ist ein Metalldetektor zum Beispiel. Verstehst du? Das ist keine Expedition, Fleisch. Der findet alles. Aludosen. Na, der findet vielleicht Heringe, dass du nicht hängen bleibst, wenn du in der Nacht Lulu gehst. Naja, aber da ist, was ich habe halt Geschirr mit zum Kochen. Geschirr? Ich habe Geschirr. Na, du hast Campinggeschirr mit, oder? Ja, wir fahren aber auch Camping. Ich habe eine Pfanne mit, eine Eisenpfanne, verstehst du? Ja, was meine ich, ist aus Gummi, oder? Nein, das ist nicht. Seit wann gibt es Eisen überhaupt, Fleisch? Das weiß ich nicht. Die sogenannte Eisenzeit begann im südlichen Mitteleuropa um 800 vor Christus. Halt, stopp! Was war das jetzt? Machen wir jetzt Universum oder was? Komm. Bildungsauftrag schön und gut, aber nicht übertreiben. Okay. Hilf mal, das ist schwer. Fleschi, was ist da drinnen? Da ist Gewand drinnen, mein Skiunterwäsche und Anorak. Skiunterwäsche? Wir fahren jetzt Waldviertel, da schneit es wahrscheinlich mal oder was. Fleschi, es ist Juni. Ja. Im Waldviertel kannst du laut Bauernkalender auch im Juni Minusgrade haben. Und außerdem habe ich eine empfindliche Blase, das habe ich von meiner Oma wahrscheinlich. So, Fleischi, komm, wir sind voll. Nein,
Metalldetektor brauchen wir noch. Gelassen, bitte, Leute. Bitte, nimm mit. Sind die Anti verhaften uns auch im Waldviertel. Nein, der entdeckt Metalldosen. Im Finstern, Bierdosen. So von dir. Eine. Ist dann zweiten auch noch. So. Fleischi, blauer Himmel. Ja, aber genau. Wo? Oben. Ja, über den Wolken. Genau. Na, vor mir. Au. Ha. Es ist sehr eng. Im Zelt ist eng. Im Zelt? Wir sehen, es wird deinen Horizont erweitern und dein Leben verändern. Das war dann der Point of No Return. Mit dem Seidel und seinem Abenteuer waren im Auto. Ich weiß nicht, wo er herkommt, ich weiß nicht, wo es hinführt. Aber gefangen quasi. Also da rauf. Seidel. Dort? Nein, da. Wir müssen raus und dort. Nein, da rauf. Da, denen noch. Da kommen wir ja her, wir kommen von Krems. Ja, eben, wir sind falsch gefahren. Das Finden eines Weges ist ja grundsätzlich in unseren Genen, aber man verlernt's. Und ich sehe bei dir, mein lieber Fleischi, ja, dass du bei jeder kleinsten Gelegenheit sagst, da schaue ich im Handy nach. Aber es steht da sicher wo angeschrieben. Ja, oder wir fragen wen. Entschuldigung. Fragen, klar. Ja, klar fragen, weil es wird peinlich, dass man fragt, wie man da. Wer Lichtenfels heißt? Lichtenstein ist links. Nein, Lichtenfels. Nur eine Europakarte für eine Reise ins Waldviertel ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber da kannst du den Schäfer fahren und findest immer wieder nach Hause. Ja, aber da war kein Navi. Du musst dich zurechtfinden da in der Bampe. Komm, Fleisch, ich steig ein und du wirst sehen, ich hab recht. Wir biegen da vorne links ab. Nein. Sicher biegen wir links ab. Ja, du kannst links abbiegen, aber dann fahren wir wieder heim. Weißt du, und genau das ist Camping, Fleischi. Das ist Camping, ja? Ja. Genau das brauche ich noch. Schau, Fleischi, und dann nehmen wir uns morgen ein Boot und gehen fischen. Es ist schön, Seidel. Es ist wirklich schön. Ja. Aber weißt du, was wirklich schön war, wenn das ein Hotel war? Ja, das ist aber nicht, Fleischi. Wir haben ein Zelt. Ja, das ist das Problem. Nein, wir haben ein Zelt. Und wenn du jetzt davor schaust, dann links ist unser Campingplatz. Hinterm Regen. Hat der offen überhaupt noch? Wie offen? Ja, hat der Campingplatz auch offen, wenn es so regnet? Und es ist. Campingplatz ist immer offen, Fläche. Natürlich hat ein Campingplatz immer offen. Ja, da braucht man sich nicht anmelden und einchecken. Nein, da fährt man hin, zack, stellt das Zelt auf. Und das ist ja beim Campen das Schöne. Ich habe ja gesagt, da ist zu. Campingplatz ist immer offen. Kann nicht zu. Immer offen. Was ist das? Campingplatz hat immer offen. Wieder. Das ist zum Beispiel die. Ah, schau, du, ist sehr offen. Ist Campingplatz offen, hat immer offen. Ja, aber habe ich es nicht gesagt? Aber der gelernte Österreicher, so dort, so auch mein Fleischi. Seidel, fahr langsam. Langsam. Seidel. Der Fleischi, ich fahr gar nicht. Na, langsam. Ich steh. Wir sollten nicht rutschen, gell? Ich sag's nur. Das ist das Wichtigste, dass wir nicht rutschen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht rutschen. Wir rutschen schon, kommt man vor. Ja, es ist nur ein bisschen Ding. Ja, aber wo bleiben wir denn stehen? Schau. Das ist schön. Aber schön ist es. Aber jetzt gefällt es dir schon auch. Ja. Oder? Und das ist das Schöne am Campen. Nein, da kann man nicht sagen, es ist sehr schön. Bleiben wir da mal stehen. Ja. Früh brauchst. So. Sehr schön. Schön ist. Und dann hat dieses Abenteuer Camping begonnen. Und das Wichtigste dabei ist, wo genau wird dieses Zelt stehen? Da unten gefiel es mir, Fleischi. Oder beim Stein. Ich glaube, der Stein hat eine gute Energie. Aber der Stein ist besetzt. Und zwar vom Klaus. Den kannte ich schon vom Telefon, weil bei dem habe ich den Platz gebucht. Der Klaus ist Herr über den See und da sitzt er und schaut. Und ich glaube, der Klaus weiß mehr als alle anderen. Zum Wohl. Das zweite war nicht mehr so laut. Über große Freude. Servus, mein Lieber. Das ist der billigste. Nein, das ist so HTL. Ja, das ist so. Nein, ich weiß nicht, wann zum letzten Mal mir jemand. Ich hab keine mehr gewusst, dass das geht. Das ist das Schöne am Campen. Das ist das Schöne am Campen. Jetzt können wir uns einmal wirklich da hersetzen, Fleisch. Wir haben. Das ist herrlich. Auch die Staumauer. Weißt du, wann man merkt, dass der Mensch was gemacht hat? Wenn es gerade Linien sind. Verstehst du? Der Mensch hat das Wasser gemacht.
sinnlos. Was und jetzt? Auf die Terrasse? Ein gutes Papperl? Dann ins Zimmer, Balkon. Blick über den See, herrlich. Das ist der Vorteil am Hotel, was? Ja, das ist der einzige. Der Nachteil ist vielleicht, dass da kein Hotel ist. Das heißt, diesen Blick hättest du nicht, Fläche. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt unser Hotel selber bauen. Wir legen den Platz fest und dann bauen wir auf. Wir haben Zeit genug. Es ist heute noch lang her. Ja, da rum im Norden. Beim Runterfahren ist uns wer mit Eislaufschuhen entgegengekommen. Da drüben ist der Christkindlmarkt noch offen, glaube ich. Vielleicht hast du schon mal ein Zelt aufgestellt. Ein Zelt, wo zwei Erwachsene drin schlafen können. Ja, habe ich. Wann? Wie lange ist das her? So ein Iglo wahrscheinlich, oder? Ja. Na, wir haben noch ein richtiges Stahlrohrzelt. Aber wo willst du das Zelt hinstellen? Da ist ein bisschen steil. Das da ist drin so steil. Wohnt der Klaus. Der Klaus, Besetzer des Steins. Das Orge war, der Klaus hat uns wirklich pausenlos beobachtet. Und der war mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Aber ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht kann er uns eh helfen. Vielleicht, wir fragen den Klaus. Ja, gute Idee. Klaus, Herr Klaus. Ja, bitte schön. Kurze Frage. Folgendes, wir sind mit dem Auto jetzt da runtergefahren. Es ist ein bisschen feucht. Wenn wir morgen wieder auffahren müssen, dann könntest du uns helfen? Ich glaube, das heißt ja. Ja. Klaus, folgendes, was brauchen wir noch? Na, wir wollen, wie warm ist das Wasser? Plusgrade. Es hat Plus? Ja, es hat Plus. Die Eisläufer sind weg. Du, und noch was, wenn wir da fischen gehen, was werden wir fangen? Karpfen, Zander, Barsch, Brachsen. Ja, na, die Frage ist, was werden wir fangen? Gar nichts, ne? Wahrscheinlich. Du, wir brauchen ein Boot, Klaus. Ja, habe ich. Wo? Auf dieser Seite. Was auf dieser Seite? Ein Tretboot. Ein Tretboot? Da durch den Wald durch, oder was? Ich hätte mir aber gewünscht, so ein Elektroboot. Halt das einmal. Was ist das? Steiner. Ah. Ich hätte mir gewünscht, so ein Kanu. Habe ich auch. Das ist da oben. Das müssen wir dann runtertragen. Und welches ist da? Nimm, halt das wieso? Mal. Was ist das? Stein. Wieso hast du kein Boot beim Wasser? Weil ich übers Wasser schreite. Er ist es. Ja. Das heißt, wenn wir was brauchen, können wir anleiten. Hat der Glocken, genau. Der Stein? Ja, auf der anderen Seite. Ah, ja. Wenn du was brauchst, wir bauen jetzt ein Zelt auf. Ja. Ich schaue schon die ganze Zeit zu. Ja, passt. Aber es ist ein guter Platz, oder? Aber was anderes, Fläschchen. Wir könnten doch. Danke, Klaus! Danke. Klaus. Yes. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mach meine Lichterkette auf. Herrlich. Wo ist die Lichterkette? Im lila Koffer. Im lila Koffer? Im lila Koffer. Ah, da ist viel drinnen. Ja. Wo ist der lila Koffer? Ich weiß nicht, da muss doch irgendwo drinnen sein. Da ist kein lila Koffer. Da ist der schwarze Wuchs. Klaus! Wo ist der lila Koffer? Den habt ihr in Wien vergessen. Geschlechtig. Geleg. Ist alles drinnen? Ja, alles, aber viel. Na ja, aber die Lichterkette. Die Lichterkette ist drinnen. Ja, aber wir können nicht ohne Lichterkette Fleisch. Ich habe gesagt, wir machen so ein romantisches Essen. Ja, siehst du, im Hotel, jetzt auf der Terrasse Lichterkette wahrscheinlich. Doch, das ist was anderes. Das ist der Vorteil.